the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Berichten wir über ein Oberösterreich-Cup, wie das Jahr war, oder? So ein bisschen, so einen kleinen Rückblick. Hätte ich mal gemeint. Und ach, was für das neue Jahr geplant ist. Schwierig war es jetzt, wenn sie es auch unter vier Jahre Reglement fahren darf. Nein, das funktioniert nicht. Nein, das wird auch die nächsten Jahre bei vielen gar nicht mehr funktionieren. Du musst den Würsten, du bist der Robert Enger. Druck drauf. Willkommen zu einem neuen Video. Achso, die läuft schon. Du hast ja schon. Achso, wir quatschen dabei nicht. Ja gut, in dem Sinne darf ich sagen wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ein schöner Donnerstag heute. Film mal raus. Schau mal, wir haben endlich Schnee. Mega, oder? Wir sind in Obertrum. Nein, die Motorsportsaison, ja eigentlich in Seeham bei Obertrum. Motorsportsaison 2022 ist beendet. Gell? Nein, wir fahren jetzt in Obertrum kein Bergrennen und auch nicht auf Schnee und Eis. Aber es schneit, naja. Ich bin heute ja reingeschneit sozusagen, gell? Weil, ihr kennt ihn ja, dazwischen gecrashed. Dazwischen gecrashed bin ich. Der Oberösterreich Cup arbeitet da an seinem Konzept für 2023. Und da durfte ich mehr oder weniger heute mit reinschneien, gell? Und naja, wir sind in einer anderen Location mal ausnahmsweise. Oberösterreich Cup macht da einen coolen Deal klar. Da gibt es eine mega Unterstützung fürs nächste Jahr und da haben wir gedacht, das nutze ich schnell als Gelegenheit, wenn du schon ein bisschen bei mir in der Nähe bist. Ja, genau. Richtig, genau, dass ich schnell mal vorbeischlei. Er war auch so geil, er hat auch ein bisschen, also die Saison ist beendet, er hat seinen Ölwechsel schon gemacht. Er hat uns was Nussiges mitgebracht. Ungefiltert. Lecker. Ja, ungefiltert. Aber das probieren wir erst auf noch dann, wenn wir wieder daheim haben. Wir müssen ein bisschen fahren. Also, erst einmal schön, dass du da bist. Freut mich, dass wir heuer überhaupt noch mal zusammenkommen. Mega cool. Hätte nicht geklappt, ne? Ich eigentlich auch nicht mehr. Ja. Also eigentlich. Für nächstes Jahr war es einmal geplant. Genau, richtig. Unverhofft kommt oft. Unverhofft kommt oft. So, jetzt sitzen wir beim neuen Sponsor vom Oberösterreich Cup. Cool. Nehmen wir gleich als Anstoß dafür her. Sag einmal, für die unter euch, die wir sie nicht kennen, Kellermeier Christian ist der Veranstalter. Du bist ja jetzt der erste Obmann, oder? Vom Oberösterreich Cup offiziell. Seit Dienstag offiziell jetzt der Obmann offiziell Österreich Cup. Also drei Veranstaltungen habt ihr ausgerichtet. Was waren das für drei Veranstaltungen? Die Doppelveranstaltung im Melk, also die Kombi,
Genau. Mit der ÖM zusammen. Mit der ÖM zusammen. Ja. Und dann noch in Linz Föst von SK Föst Motorsport zusammen mit dem BSV Linz. Mhm. Die haben da zusammengeholfen, dass ein Lauf zustande kommt. Ja, das war es aber dann schon. Leider einer aus platztechnischen Gründen ausgefallen. Warum? Ja, der ganze Parkplatz voll mit Holz. Ah, scheiße. Ja, Holz ist leider momentan ein bisschen mehr gefragt wie Motorsport. Ja. Scheiße. Schlechte Zeit für Motorsport. Ja. Nichtsdestotrotz. Aber die drei Veranstaltungen waren eigentlich, da die sagen, Bombe, oder? Ja, so gesagt, im Endeffekt müssen wir zufrieden sein, dass überhaupt was zustande gekommen ist. Ja, natürlich. Immer Motorsportveranstaltungen durchzuziehen ist halt gar nicht mehr so einfach. Nein. Es stirbt viel weg. Ja. Gut, man muss auch sagen, Corona hat auch viel bewirkt und viel kaputt gemacht, leider Gottes. Also das darf man leider nicht vergessen. Also ich freue mich, ich habe ja im Laufe des ganzen Jahres schon gesagt gehabt, dass wir nächstes Jahr in Oberösterreich Cup natürlich schon sehr unterstützen wollen, wo wir können. Mhm. Apropos, ich muss dir schöne Grüße bestellen vom Ebner Christian. Ha, danke. Ist aber wieder für den Arsch, wenn du zuschaust, Christian. Ich habe es ausgerichtet, das habt ihr gestern auch noch telefoniert, nachdem wir telefoniert haben. Ja, unsere Welt ist ganz schön klein. Aber Christian wird nächstes Jahr natürlich wieder ganz aktiv mit dabei sein. Sowieso. Ja, mir auch. Stehen eigentlich bei euch die Termine fürs neue Jahr schon? Noch nicht. Noch nicht. Wir müssen jetzt abwarten, wann von der ÖM und SLM die Termine fixiert haben. Und dann planen wir erst, dass keine Überschneidungen zusammenkommen. Februar oder was in der Richtung sein, wo wir dann sagen können, okay, zu deinem Zeitpunkt gibt es einen Cup. Mhm. Bisschen spät. Ja, es geht leider nicht früher. Ja. Gut, aber außer die Termine von der ÖM und SLM kommen schon früher. Ja, SLM-Termine, weiß ich, die haben schon fix. Die habe ich dir schon geschickt. Aber noch nicht auf der Seite. Nee, es kommt beim SLM noch ein neuer Lauf dazu. Das ist in Hochfilzen. Gell? Da haben wir heuer auch wieder dabei gewesen. Da haben wir schon so viel Spaß gehabt in der Hybridklasse, gell? All die Jahre. Also war ganz cool. Die kommen jetzt zum SLM dazu. Also nicht mehr Tiroler Cup. Das, glaube ich, ist der einzige Termin, der fürs neue Jahr noch nicht feststeht, glaube ich, soweit ich weiß. Ja, und bei der ÖM sind auch erst 4 oder 5 Termine fix im Kalender drinnen. Da müssen wir auch noch abwarten für die restlichen. Weil, wie es ausschaut, ist laut letzten Stand im Möck die Doppelveranstaltung kommendes Jahr nicht mehr. Okay. Nicht finanzierbar. Leider. Dann ein Lauf fällt nur weg in Bachfurt. Also das sind schon 3 Läufe, wo es weniger sind. Du pass mal auf, gleich an der Stelle muss ich jetzt mal die Gelegenheit beim Schopf packen, weil nämlich ein paar Zuschauer gefragt haben, wie ist das reglementtechnisch beim Oberösterreich Cup? Nach was orientiert ihr euch? Unter welchem Reglement fahrt ihr? Startet ihr? Wer kann da mitfahren? Wie schaut das Ganze bei euch aus? Also das Reglement an und für sich ist an der AMF angelehnt, aber das heißt nicht, dass wir genau nach dem Reglement fahren. Also ihr fahrt nicht unter der AMF-Flagge? Nein. Genau. Also lizenzfreie Slaloms? Genau. Also es ist ein reiner lizenzfreier Slalom. Mhm. Es gibt 2 Divisionen. Division 1, Straßen zugelassene Autos. Und Division 2, die Restklasse. Und in jeder Division gibt es dann eine Sammelklasse. Wenn zum Beispiel ein Auto nicht dem Reglement entspricht, trotzdem fahren darf, der kommt in die Sammelklasse. Ah, das ist super. Ist eine eigene Wertung. Mhm. Das heißt, wenn jetzt einer kommt, er mich mitfahren und sagt, oh, das Auto passt aber nicht. Ja, passt nicht in der Klasse. So, genau. Pass auf, du kannst in der Sammelklasse fahren, kannst trotzdem fahren. Ist eine eigene Wertung. Gibt es auch am Jahresende eigene Wertung. Also es wird keiner ausgeschlossen bei uns. Ah, das ist cool. Dann richtet ihr euch noch ein technischen Reglement, eigentlich auch gar nicht der AMF noch, oder? Ich meine, AMF ist auch schon sehr angelehnt, FIA-Reglement. Ja. FIA-Reglement wird immer schwieriger. Von dem her, für einen, sage ich jetzt einmal, doch privaten Kundensport und so, ist es natürlich mehr als gut zutunlich für unseren Motorsport, ja, wenn man noch ein freies, eigenes Reglement machen kann. Natürlich. Also, aber was Sicherheitsbestimmungen sind, ist laut AMF. Also da geht kein Weg drüber. Also das musst du sowieso einhalten. Ohne den geht es nicht. Ja. Also Sicherheit geht einmal, ist die erste Linie. Also da geht genau. Dabei. Und vom Auto selber her? Ja,
Ja. Käfigpflicht etc. Wie schaut es dabei aus? Restklasse sowieso. Restklasse, ganz klar. Division 1 nicht. Aber Division 1 ist bei euch drüben eigentlich mehr oder weniger so eine Streetklasse, da wo eigentlich, ja, eigentlich Serienfahrzeug, oder? Mehr oder weniger. Also mehr oder weniger, ja. Es ist auch bei uns, wie es heuer war, die Sportklasse dabei gewesen. Weil wir gesagt haben, wir machen nicht zu viele Klassen, weil dann fährt da einer. Ja, gut, das ist natürlich Schwachsinn, ja. Das bringt nichts. Es bringt nichts im Verein, wenn es da einen Haufen Klassen, einen Haufen Pokale. Ja, klar, natürlich. Logisch. Für die Auswertung und du musst die Veranstaltung auch durchbringen, ist ja genau, ganz klar. Ich meine, da kannst du nicht auch Klassen fahren lassen. Da haben wir gesagt, die Division 1 und 2 und fertig. Natürlich heißt, auch die Damenklasse, ist ja klar. Nicht zu vergessen. Das vergessen nämlich viele. Stimmt, ist ja eigentlich ganz wichtig. Weil Damenklasse wird auch immer mehr und ich feiere das ja immer noch. Erstens das und die fahren nämlich nicht schlecht. Ja, ist richtig. Also, genau, ja. Heute steht hinter der Kamera nämlich auch eine neue Starterin der Damenklasse, gell? Komm mal, ja, schlag's zu. Wenn dann das Auto kommt, ja. Ja, genau. Ja, stimmt. Dann Christian. Oh. Moment, Ebner Christian, ich habe da so ein schönes Bild. Das blende ich jetzt an der Stelle nämlich hier ein. weil die Zuschauer nämlich explizit nämlich viel danach gefragt haben, wie schaut es in der Street-Klasse aus? Was darf in der Street-Klasse modifiziert werden am Auto, dass ich in der Street-Klasse noch fahren darf? Wenn ich jetzt bei der Street-Klasse was ändert am Fahrzeug, muss das entweder im Zulassungsschein drinstehen, also das heißt genehmigt werden. Genau, also TÜV-Eintrag auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und jetzt haben wir das Problem gehabt, die Sportklasse ist ja bei uns auch mitgefahren. Ne? Da haben wir 99% das nicht eintragen. Ist so. Ja, ist so. Stimmt, ja. Aber wir haben gesagt, warum sollen wir die alle ausgrenzen? Dann haben wir gar keine Stadt damit. Das ist richtig, ja. Und solange sich keiner ausgrenzt, fahren wir jetzt das Reglement so weiter. Es gibt sicher Änderungen, weil es wird sicher wieder Aufschwung kommen. Weil wir haben jetzt dahinter mit den neuen Sponsoren, wenn ich sagen darf, 80-20. Der, was uns diesbezüglich unterstützt, dass wieder mehr Rennen zustande kommen. Aber trotzdem nur mal zurück auf die Frage, ja, was darfst du in der Street-Klasse modifizieren? Du darfst dann Simislick fahren, oder? Ja. Den darfst du fahren. E-Zeichen und was in der Reifenliste nicht ausgeschlossen hat. Ja, genau. Genau, stimmt. Ihr habt auch eine Reifenliste, aber... Haben wir von der ÖM übernommen. Wollte ich gerade sagen, ja, aber da ist mittlerweile eigentlich alles, was ein guter Straßen zugelassener Simislick gerufen ist. Ja, das kommen aber jetzt ja auch neue dazu. Ja, stimmt, ja. Aber der Großteil ist eigentlich eh mit drinnen. Ja. Also von dem her ganz gut. Darfst du Fahrwerk, Auspuff und so weiter modifizieren? Solange es eingetragen ist. Also es muss eingetragen sein? Ja, normal. Laut Reglement muss es eingetragen sein. Jede Änderung muss eingetragen sein. Wenn du eine Leistungssteigerung fährst, Upgrade Turbolader zum Beispiel. Es ist ja so, wir haben, wie viel Prozent haben drinnen? Ich weiß jetzt nicht auswendig. Aber im Reglement steht ja drin, dass eine gewisse Prozentzahl an Leistung sowieso frei ist. Ne? Ein paar Prozent, ich weiß nicht genau auswendig. Brauchst du dann einen Käfig? Nein. Der ist in der Street-Class gar nicht vorgeschrieben, gell? Nein. Ist natürlich interessant, blöd gesagt auch für Tuning-Fahrzeuge, die Straßenzulassung haben, weil das ist im Motorsport mittlerweile immer ein größeres Problem, dass viele von den straßenzugelassenen Fahrzeuge bei so Slaloms dann gar nicht mehr fahren dürfen nach dem Reglement. Aber das spielt euch ja in die Karten. Richtig. Das ist ja cool. Richtig. Da hätten wir auch so ein, zwei Autos noch, die wir, naja, nächstes Jahr bringen wir schon was mit. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das neue Jahr. Aber meistens kommt man dann beim Reglement auf was drauf, wenn es einen Protest gibt oder wenn einer das anspricht, hey, der hat das, dann schaut man nach, okay, der darf normal gar nicht fahren. Ne? Wenn es hart auf hart ist, dann muss man raus. Ja, also ja, ganz klar. Die Sammelklasse. Ja. Also bei uns die Sammelklasse ist eine super Idee, oder? Ja, total. Absolut, mega gut. Wenn nicht einer so, bei alles, was jetzt in die Street-Class, Race-Class nicht so ganz reinpasst, habe ich eine Sammelklasse und die können trotzdem fahren. Also im Endeffekt kann eigentlich dann auch jeder irgendwie mitfahren. Genau so ist es. Das ist mega. Das wollen wir auch haben, dass so viel wie möglich fahren können. Ja. Dass man keiner ausgrenzen. Saubere Sache. Ja. Wo finden der Zuschauer das technische Reglement und so weiter? Wo kann das ist aktuell auf der Cup-Seite. Aha. Oberösterreich Cup. Adresse blenden wir unten mal ein. Ja. Genau, richtig. Und unter Reglement, Ausschreibungen, da ist jetzt vom letzten Jahr von der Ausschreibung drin. Und was noch dazu kommt, wenn
nächstes Jahr der Cup wieder ist, dass der Twingo Cup wieder gemacht wird. Mhm. Da gibt es auch ein eigenes Reglement. Ich finde, der wieder steht. Ja. Ich habe einmal ein bisschen einen Aufruf gemacht und innerhalb von ein, zwei Stunden waren 8 fixe Zusagen. Also er ist trotzdem noch beliebt. Mhm. Den wollen wir wieder einplanen. Haben wir brauchen nochmal wieder einen Jahrescup. Viele Grüße nach Köln. Dafür brauchen wir erstmal einen. Ja, da auch noch. Genau, genau. Oh, waren auch gute Zeiten. I remember, lang ist her. Ja, das Cup Nürburgring. War auch eine gute Zeit. Ja, cool. Also, Termine stehen auf jeden Fall noch nicht fest. Ändert sich am Reglement heuer was? Waren dann nur geringfügig, aber das hat eigentlich nichts Relevanz. Nein, keine. Okay, also können wir mal safe. Können wir mal safe unten verlinken auf jeden Fall für die Zuschauer, die Bock drauf haben, sich das Reglement reinzuziehen. Das. Wobei, hast du jemals in deinem Leben schon mal ein FIA-Reglement gelesen? Ja, teils. Es ist schon geil, ja. Das ist wie die Bibel, gell? Das kannst du interpretieren, wie du willst manchmal. Und du kannst das 10-mal lesen und kommst wieder auf ein anderes Ergebnis. Ja, und aus keiner Sicht ja, ne? Ja, genau. Also FIA-Reglement lesen, also das so ist... Das ist wie mit der Luther-Bibel, glaube ich, oder? Wenn das, wenn eine Bibel nachher dreimal übersetzt worden ist, dann kommt auch irgendwas anderes raus. Ja, schön. Ja, dann hoffe ich eigentlich, dass 2023 ein geiles Jahr wird, dass wir viel zusammenbringen. Also ich war ja heute da bei eurem Meeting mit dabei. Wir haben da eigentlich ganz coole Räume da drin. Mir gefällt das da. Das ist in Oberdrum, in Seeham. Also finde ich schon ganz geil. Ihr habt viele Hausaufgaben alle. Ihr habt viel zu tun. Ja, ja. Der Winter ist schnell wieder vorbei. Ja. Aber ob man immer gut, für die ändert sich ja eigentlich im Großen und Ganzen nichts dran, weil du hast die letzte Zeit sowieso ja selber gemacht. Also von dem her, was auf die zukommt. Da kommt eine neue Unterstützung ins Boot. Das freut mich auch sehr, definitiv, weil wir müssen alle gucken, dass wir motorsporttechnisch wieder mehr zusammenbringen. Definitiv, auch wenn es immer schwieriger wird. Das muss man schon sagen, weil, naja, Genehmigungsverfahren etc., das ist heute alles nicht mehr ganz so einfach. Ganz schwer, aber nicht. Ja, und dank der Politik verschwindet leider auch viel zu viel. Definitiv. Und also ich bin noch nicht gewillt, mit E-Autos rumzufahren oder so. Du bist nicht der Einzige. Nee. Also gewillt ja. Also ja, Hochfilzen, muss man schon sagen. Wir haben unser Lexus auch immer umgebügelt, komplett bescheuert, gell? Aber richtig viel Spaß dabei auch gehabt, gell? Du bist ja selber mit dem Jahresanstart gegangen, gell? Und? Mega. Schon. Spaß. Aber es ist halt auch Hybrid, ist nicht E. Ja, ist richtig, ja. Ja, ja. Hybrid ist ja in Ordnung. Da kannst du ja noch einen Tankrüssel reinstecken. Ja, okay, gut. Ja, ist auch wahr. Nicht nur die Steckdose. Du kannst einen Tankrüssel bei mir oder reinstecken, der noch macht. Und dann war's das. Nee, da bin ich leider auch noch irgendwie nicht so ganz gewillt, beim E-Autosport als Motorsport anzusehen. Das, ich verschließe mich zwar neuen Technologien nicht, aber. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich am Platzslalom, ein Bergrennen oder irgendwas mit sowas fahre. Ich bin da nicht so bald gekommen, also, beim Slalom. Ich glaube eigentlich auch nicht. Auf der anderen Seite war es interessant, schwarz einmal einen Käfig in so einem Tesla ein oder so. Mhm. Probier es einmal. Mhm. Hast du schon mal mehr gemacht? Also, ja, genau. Okay, da arbeitest schon wieder mir viel zu viel. Da will ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Total komplett bescheuert. Ja, auf jeden Fall, nächstes Jahr werden wir uns öfter sehen. Ich freue mich. Die Pläne, was ich so mitgekriegt habe, sind sehr vielversprechend. Viele Hausaufgaben sind zu machen. Aber ich glaube, 2023 wird ein gutes Motorsportjahr. Also ich freue mich auf jeden Fall. In der Zwischenzeit werden wir uns den da mal runterdübeln, oder? Du hast deinen Ölwechsel gemacht, oder? Ja? Ungefiltert. Ungefiltert? Ist das, ja. Ja, das ist aus dem Filter oben, oder? Weil er hat gesagt, der ist nussig. Weißt du, da hat ein paar Brecker drin. Den werden wir uns auf Nacht einmal gönnen. Auf jeden Fall ist draußen schön kalt. Wir werden da jetzt noch viel Spaß beim Heimfahren haben. Wir sehen uns im neuen Jahr. Auf jeden Fall. Weil eher sehen wir uns nicht mehr. Das Jahr ist jetzt dann gleich um. Ja, nicht mehr, nein. Kann man nicht vorstellen, dass du mal in meine Gegend kommst. Nee, glaube ich auch nicht. Aber ich freue mich aufs neue Jahr. Hab schon richtig Bock. Von mir aus kann es eigentlich schon lang losgehen. Die Winterpause ist eh schon wieder lang genug. Definitiv. Und ich weiß, so manche heulen auch schon. Eben der Christian heult auch schon, weil er nichts mehr erfahren darf.
Der hat sein Rennauto vor der Haustür draußen stehen und heult momentan. Viele Grüße an der Stelle. Ich blende nochmal das Bild ein. Das ist mein Highlight von 2022. Ja, ich glaube auch. Das hast du ein paar Mal blank gehabt. Ja, ja, du kennst das Bild, ja. Es ist bei der Gesamtsiegerehrung vom SLM geschossen worden und ich liebe dieses Bild. Es ist leider geil. In dem Sinne verabschieden wir uns in ein schönes Wochenende. Leider geil. Ja, bis nächsten Donnerstag. Und danke dir nochmal. Ja, ich sag danke. Freue mich aufs neue Jahr. Für die Einladung. Tschüss. Viert euch.